Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Luba-Video. Heute geht es mal um die Reinigung des Lubas, was ihr beachten müsst, was meine Erfahrungen sind, ob ihr mit Wasser dran gehen sollt oder nicht. Und ich gehe noch auf ein paar Fragen von euch ein, wie zum Beispiel die Programmierung des Zeitplans funktioniert, Zonenüberlappung, ob das möglich ist, worauf ihr achten müsst bei der RTK-Antennenaufstellung. Also ein paar Fragen von euch werde ich da beantworten und jetzt geht's los. Bevor wir mit den Themen loslegen, möchte ich auf eine Änderung beim Luba darauf hinweisen, und zwar hat man Motion das Modell Luba R 1000 geändert in Luba AWD 1000 und dem Luba AWD 3000 die Antriebsräder des damaligen R, also jetzt auch den 1000er, gegeben. Und zwar haben sich die Räder einmal so verändert, dass die vorderen Räder auch seitlich sich bewegen können. Und wir haben hier trotzdem einen Allradantrieb und nicht wie damals angekündigt beim R einen Heckantrieb. Trotzdem haben sich auch da die hinteren Reifung verändert. Das zur Aktualisierung. Also da gibt es eine Änderung bei den Modellen. Ich habe euch auch hier wieder den Shop verlinkt. Ihr könnt auch gerne über meinen Affiliate-Link bestellen. Wenn ihr an dem Luba interessiert seid, dann bekomme ich eine kleine Provision dafür. Ansonsten arbeite ich hier mit der Geräteversion diesmal 172248. Ich blende euch das auch immer oben ein, damit ihr auch wisst, welche Software ich auf meinem Luba drauf habe, weil es kann sich in Zukunft natürlich auch alles verändern oder verbessern. Also wenn wir hier über Probleme sprechen, spreche ich hier über Probleme aktuell mit dieser Softwareversion. Ich habe dieses Video auch diesmal in Kapitel unterteilt, sodass ihr dann halt auch zu den einzelnen Themen springen könnt, die euch interessieren. Wie ihr euren Luba richtig reinigt und das auch ohne Wasser und warum ihr kein Wasser nehmen solltet, das zeige ich euch jetzt. Zur normalen Reinigung des Lubas von der Oberfläche einfach mit einem weichen Tuch einfach abwischen. Auch da braucht ihr gar nicht großartig mit Wasser dran. Ich nehme ab und zu nochmal einen Glasreiniger, um den dann richtig sauber zu machen. Und das war es dann auch schon. Den Regensensor, den würde ich auch immer mal abwischen, weil der kann etwas oxidieren. Das ist aufgefallen. Also den dann einfach nur abwischen und dann ist die Oxidation auch weg. Mehr braucht ihr da also auch nicht machen. Und schon ist der Luba von außen her gut gereinigt. Als allererstes zieht ihr hinten den Schlüssel raus, dementsprechend, dass ihr keine Stromversorgung habt. Zum Reinigen der Unterseite jetzt erstmal die Messerteller, die Messerscheiben entfernen. Dazu einfach einen Schraubendreher mit dem passenden Torx und dementsprechend die drei Schrauben lösen. Und dann könnt ihr ganz einfach die Teller entfernen. Ihr seht ja auch, dass sich darunter gleich so kleine Stöckchen noch befinden und dass sich da auch ordentlich was absetzt. Deswegen solltet ihr die Teller entfernen. In dem Zusammenhang könnt ihr auch gleich die Messer einmal prüfen, ob sie leichtläufig sind. Und die dann ein bisschen lockern oder wenn sie stumpf sind, dass ihr dann halt die Messer einmal entweder dreht oder komplett auswechselt. Wenn ihr die Schrauben dann entfernt habt oder die Teller entfernt habt, dann könnt ihr mit Hilfe eines Spachtels den Rasenschnitt ganz leicht entfernen. Also der lässt sich wirklich sehr, sehr leicht runterlösen. Ihr seht das hier. Ich nehme jetzt hier einen Metallspachtel. Ihr könnt auch einen Kunststoff oder einen Holzspachtel nehmen, was dann noch ein bisschen schonender ist. Aber ihr seht, das ist wirklich sehr, sehr einfach zu entfernen. Auch hier mein Tipp, mäht den Rasen, wenn er relativ trocken ist, nicht zu nass ist, dann verklebt das auch gar nicht erst so stark. Aber jetzt in der Hauptwachstumsphase im Mai, ja, da ist es dann halt auch sowieso ein bisschen klebrig. Ihr könnt das dann einfach entfernen. Und deswegen braucht ihr da auch kein Wasser, weil Wasser verklebt das Ganze auch wiederum nur. Einfach nur trocken abziehen und das war es dann auch schon. Das ist jetzt einfach nur so die schnelle Reinigung, die man auch mal so machen kann. Auch das Grobe einfach nur zu entfernen, ist da schon ganz, ganz einfach. Wenn man es jetzt besonders gründlich machen möchte, dann würde ich auch hier die Seiten noch abschrauben.
Auch diese sind nur mit 3 Schrauben befestigt, also auch die einfach nur lösen und dann könnt ihr das komplette Seitenteil rausnehmen, also den Auflieger, dass ihr, also den Schutz, den Messerschutz, könnt ihr dann komplett abnehmen und ihr kommt halt auch viel besser ran zum Säubern und ihr seht das jetzt hier bei dem zweiten, den ich jetzt mal abschraube, was da halt für ein Schmutz drunter ist. Und der kann nämlich auch dafür verantwortlich sein, wenn euer Messer eine Fehlermeldung anzeigt. Das heißt, wir haben ja hier die Höhenverstellung und ihr seht, was sich da unter dem Motor jetzt verbirgt. Und das ist nämlich diese Höhenverstellung, also hier, das ist das Teil, was sich rauf und runter bewegt, um das Messer in der Höhe zu verstellen. Und wenn da so viel Rasen drunter klebt, dann klemmt dieser Mechanismus und der zeigt dann Fehler an. Also auch das eigentlich regelmäßig sauber machen. Ich nehme hier jetzt noch eine Bürste dazu, wirklich ganz, ganz einfach zu reinigen. Ihr könnt dann auch nochmal, also mit dem Holzspachtel da rangehen. Seid da aber bitte vorsichtig, wir haben da eine Gummidichtung und diese Gummidichtung darf man halt nicht verletzen. Und da sind wir nämlich beim Thema Wasser. Ich würde deswegen beim Luber nicht mit Wasser rangehen, weil wenn diese Gummidichtung undicht wird, einen Riss hat, dringt Wasser in den Motor ein und dann habt ihr einen Motorschaden. Ja, es muss nicht sein, aber es kommt halt vor, gerade wenn diese Dichtung mal, sag ich mal, mit den Jahren vielleicht porös wird oder jetzt auch vielleicht ein Herstellungsfehler vorliegt, also sie vielleicht doch nicht richtig sitzt oder so einen Haarriss hat und ihr da mit einem Wasserstrahl drauf geht, dann wird der Luber undicht und ihr habt Wassereinbrüche und ihr habt dann einen Defekt am Motor. Deswegen würde ich hier kein Wasser empfehlen und ihr seht, es ist eigentlich super leicht zu reinigen. Danach baut ihr einfach alles wieder zusammen, einfach die Schrauben wieder reinschrauben. Guckt euch die Schrauben an, falls sie nicht fest genug sitzen, könnt ihr da nochmal Schraubenlock dran machen, das blaue, das ist auch von vornherein schon mit dran. Einfach einen Tucken noch mit dran legen und dann sitzen die Schrauben auch fest und können sich auch nicht lockern. Also in umgekehrter Reihenfolge erst den Messerschutz wieder dran schrauben und dann die Messerscheiben und mehr braucht ihr auch nicht mehr machen. Wenn ihr dann mit der Reinigung fertig seid, dann einfach den Schlüssel hinten wieder reinstecken und die Starttaste gedrückt halten, bis es piept und jetzt startet das System einmal neu. Wenn ihr jetzt den Luber neu startet und in die App reingeht, dann seht ihr, dass ihr Empfang habt. Ihr geht einmal in den Luber, in das Programm mit rein. Mit der Bluetooth-Verbindung wird es natürlich als erstes verbunden. Und jetzt seht ihr eine Fehlermeldung. Könnt ihr auch einmal anklicken und da wird halt gezeigt, dass ihr halt nicht in der Ladestation steht. Und dass er halt auch, sage ich mal, nicht den besten Empfang jetzt hatte. Klar, er war ja auch abgeschaltet. Könnt ihr einfach abbrechen machen und dann tippt ihr einfach auf in die Garage fahren und dann fährt der Luber auch automatisch wieder in die Garage. Und schon habt ihr eure Wartung fertig. Also wenn ihr da ein bisschen Übung drin habt, dann ist das innerhalb von 15 Minuten, 30 Minuten eigentlich erledigt. Und ich denke mal, so viel Wartung sollte man dann auch mal aufbringen. Wie gesagt, alle ein paar Wochen, das reicht dann eigentlich in der Regel vollkommen aus. Ihr müsst da jetzt nicht so einen Aufriss machen. Die einfache Reinigung würde ausreichen. Das Intensive, was ich jetzt gerade in dem Video gemacht habe, dann je nach Bedarf oder alle paar Tage oder Wochen mal, ne? Oder halt zum Saisonende. Ja, so viel zur Reinigung, relativ einfach und jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Erstellen eines Mähplans. Hier auf der Startseite bei mir seht ihr automatisch unten immer gleich den nächsten planmäßigen
Mähplan, also Freitag 13 Uhr soll gemäht werden. Wenn ihr da drauf geht, könnt ihr dementsprechend das Ganze bearbeiten. Ganz wichtig, es geht nur über Bluetooth-Verbindung. Also ihr könnt keinen Mähplan verändern über WLAN-Einstellungen, also nur über Bluetooth. Ihr müsst direkt mit dem Smartphone verbunden sein, mit dem Luba, und könnt dann dementsprechend die Einstellung verändern. Wie wir jetzt einen Mähplan erstellen, zeige ich euch jetzt. Hierzu geht ihr einmal in die Kartenansicht, wählt eine Zone aus. Und geht auf Mähen und habt dann halt eure Einstellung für das Zonenmähen und habt dann diese Einstellung Zeitplan. Unter dem Arbeitsmodus steht Zeitplan, da tippt ihr einmal drauf und könnt dann die Bereiche auswählen, die jetzt in diesem Bereich oder mit diesem Plan gemäht werden sollen. Also da könnt ihr das genauso machen, zum Beispiel den Tag möchte ich 3 Zonen gemäht haben, wähle ich diese halt einfach aus. Wählt einmal die Schnittlänge und dann den Tag. So wird dann halt der Plan erstellt. Jeden Freitag um dieselbe Uhrzeit soll halt das Mähen stattfinden. Dann seht ihr dieses Ganze in eurem Mähplan mit drin. Das heißt, hier haben wir jetzt Freitag 18 Uhr, Bereich 6 soll gemäht werden und soweit ist das dann fertig. Als Tipp, wenn ihr einen Regentag habt, momentan ist es noch nicht möglich, den Mähplan auszusetzen, aber ihr habt halt die Möglichkeit, einfach den Tag dann zu verändern. Das heißt, wenn es regnet, gehe ich halt einfach, ich weiß, morgen regnet es, gehe ich in den Plan rein und verschiebe meinen Plan von Freitag einfach auf Sonntag oder auf irgendeinen anderen Tag, dass ich dann morgen nicht mähe. Ich möchte mit euch auch noch einmal bei der jetzigen Softwareversion auf die Einstellung des Mähens eingehen und da jetzt nochmal im Einzelnen meine Erfahrung. Wir haben einmal oben den Wegabstand. Der Wegabstand bedeutet, wie weit überlappt sich der Mäher mit der Fahrspur. Das heißt, er fährt ja die Bahn nebeneinander und wenn ich jetzt 27 einstelle, dann wird dementsprechend das Ganze ein bisschen überlappt. Habe ich 30, wird halt weniger überlappt. Also ich habe 27, habe ich bis jetzt die besten Erfahrungen gemacht. Betriebsgeschwindigkeit ist klar, Meter pro Sekunde. Umso schneller ihr mäht, umso unsauberer wird der Schnitt. 0,3 ist eigentlich wirklich gut. Ihr müsst das mal ausprobieren. Ihr könnt natürlich auch ein bisschen schneller mähen, wenn ihr nicht so viel Zeit habt. Oder halt auch sehr langsam, wenn ihr sagt, Mensch, der Schnitt soll doch schon wirklich sauber werden. Dann haben wir die Bypass-Strategie. Bypass-Strategie ist in 3 Stufen aufgeteilt. Wenn ihr hohes Gras mäht, dann Stufe 2 abschalten, Stufe 1 ist okay. Wenn ihr sehr unebenes Gras habt oder Gras, wo sich das dann zusammenstaucht, dann auch ausmachen, sonst Stufe 1. Und wenn ihr normal mähen wollt, Stufe 2, da habt ihr dann halt auch die Ultraschallsensoren, dass er die Sperrzone, also das heißt Hindernisse, erkennt und diese umfährt. Es gibt aber auch Situationen, wo ihr Stufe 1 dann nehmen solltet, wenn ihr zum Beispiel ausladende Büsche habt, wo er drunter fahren soll, weil er dann unter dem Busch noch mähen soll, so eine Hecke. Ich habe da so eine Pflanze und wenn ich das dann nicht ausschalte, dann habe ich ein Problem, dass er dann das Buschwerk schon als Hindernis erkennt und dann durch die Ultraschallsensoren stehen bleibt. Also da muss es halt auch ausgeschaltet werden. Mähen an Grenze bedeutet einfach nur, dass er 2 oder 3 Mähpfade entlang der Grenze, also der Außenkante, mäht. Wenn ihr hohe Mauern habt, dann kann man das abschalten, dass er da halt nicht auf Kollisionskurs ganz außen lang geht. Der Mähwinkel
Ist auch frei einstellbar jetzt. Also ihr habt plus 90 Grad und minus 90 Grad und könnt so halt einstellen, wie sich der Mähwinkel verändern soll. Das könnt ihr hier jetzt auch ganz schön sehen. Jetzt habe ich halt den ganz normalen Mähwinkel. Und wenn ihr den jetzt verändert, zum Beispiel auf minus 90 Grad und dann auf Bestätigung drückt, wird die Fläche einmal komplett anders berechnet, nämlich im Quermodus. Und so bekommt ihr auch immer ein besseres Schnittbild, wenn ihr dann in die Richtung ab und zu mal wechselt oder optimiert. Und jetzt können wir hier unten mal im Zipfel sehen, und da kommen wir nämlich gleich zur nächsten Einstellung, dass er hier unten natürlich ganz kurze Bahnen jetzt mähen will. Und da kommt eine neue Einstellung ins Spiel. Beim Navigationsmodus habt ihr jetzt die Möglichkeit des Segment Grid. Das heißt nochmal Einzelraster oder Doppelraster oder Segment Grid. Und beim Segment Grid rechnet das Programm selbst die optimale Mährichtung der einzelnen Zonen aus. Also jetzt haben wir hier unten ja diesen kleinen Schnipsel. Ich habe jetzt hier, hat sich der Winkel jetzt auch etwas verändert. Und hier unten wird längs gemäht. Ich zeige euch das nochmal im anderen Beispiel. Wir werden nochmal den Winkel etwas verändern. Ihr seht, jedes Mal wird das Ganze neu ausgemessen. Ich nehme jetzt nochmal 70 Grad. Auch hier haben wir wieder eine lange Bahn. Also intelligent wird mit dem Mähwinkel dieser Zipfel oder halt gewisse Abschnitte anders berechnet. Kommen wir zu dem Thema schmale Zone und Zonenüberlappung. Auch das habe ich für euch ausprobiert. Und wie das funktioniert und wie gut es funktioniert, zeige ich euch jetzt. Ich habe hier so einen ganz schmalen Gang oder einen recht schmalen Gang. Und den hatte ich vorher als Zufahrt genutzt. Und diese Zufahrt müsst ihr vorher dann aber einmal löschen. Das heißt, ihr könnt keine Zone dahin setzen, wo schon eine Zone ist. Das heißt, hier habe ich jetzt den Zufahrtsweg einmal gelöscht. Und dann habt ihr die Möglichkeit, eine neue Zone hinzuzufügen. Hier einfach nur auf Weiterklicken. Ganz wichtig ist, dass ihr mit einer neuen Zone außerhalb der vorhandenen Zone anfangt. Ich laufe halt ganz normal meinen Weg hier jetzt lang und gehe diesen schmalen Weg ab. Ganz normal, als wenn ihr eine Zone einrichtet, und ihr könnt auch einfach in eine vorhandene Zone reinfahren. Also ich fahre jetzt hier ganz normal rum, weil ich jetzt nicht auf der Stelle wenden möchte. Also ich gehe hier ganz normal in die vorhandene Zone rein und steuere jetzt halt mit dem Luber einfach wieder zurück zu meinem Ausgangspunkt, und ihr seht auch hier, wie schmal der Weg ist. Wichtig ist halt nur, dass ihr dann dementsprechend ans Ende zurückkommt. Ich komme jetzt halt hier in meine Ladezone wieder rein. Das zeigt ihr dann automatisch auch gleich an. Jetzt bin ich an dem Punkt angelangt. Er sagt, okay, bestätige, dass es fertig ist. Ich bestätige das Ganze und schon wird meine Zone grün. Ich kann jetzt die Planung vorsetzen, brauche ich nicht, aber hier könnt ihr jetzt schön sehen, dass er diesen schmalen Gang als Zone genommen hat. Auch hier, wenn ihr das Ganze jetzt dann startet, ganz normal, zeigt er mir sogar hier an, 3 Quadratmeter, mehr ist es nicht. 5 Minuten wäre er fertig und ihr könnt das Ganze einstellen und der Gang wird mit einberechnet. Hier natürlich längs, nicht quer zu nehmen. Ihr seht auch hier, es ist nur eine Bahn oder zwei Bahnen in der Mitte, die er mähen möchte. Der Rest besteht eigentlich nur noch aus Randmähen. Hier könnte man jetzt auch den Rand weglassen. Das heißt, das an der Grenze mähen. Das habe ich jetzt nicht ausprobiert. Das müsst ihr dann mal testen, weil ich ja hier so Steine am Rand habe. Aber ihr seht, es hat funktioniert.
Kommen wir jetzt zu einem Thema, was euch auch viel beschäftigt, ist die Hinderniserkennung. Und da bin ich zwiespältig. Also das zeige ich euch auch gleich mal warum. Und auch das ist sicherlich auch noch eine Software-Sache, nicht nur Hardware, ich denke mal eher Software. Und das zeige ich euch jetzt. Aber auch da bitte ein Appell von mir. Und da gibt es für mich auch keine Diskussion, ein Rasenmäherroboter mäht nicht nachts. Einmal zum Tierwohl und einmal auch für den Rasen. Ganz klar nicht nachts, sondern nur tagsüber. Ich habe hier mit der Stufe 1 gemäht, also das heißt ohne Ultraschallsensoren. Das könnt ihr jetzt hier sehen. Und ohne Ultraschallsensoren tickt er halt, fährt er auf Kontakt und tippt den Gegenstand an und geht dann automatisch auch aus. Hier beim zweiten Test habe ich mit Ultraschallsensoren und einen etwas größeren Holzklotz genommen. Und hier könnt ihr schön sehen, dass die Ultraschallsensoren funktionieren. Das heißt, er erkennt das Hindernis und umfährt es dann in einem Abstand, wo er dann wieder ranfährt und guckt, ist dieses Hindernis noch da. Hier funktioniert es schon ganz gut. Nur auch hier jetzt beim Wenden seht ihr, wunderbar. Beim nächsten Test, auch hier, könnt ihr auch nochmal von oben schauen. Also er wird langsamer, er hält an und er umfährt das Ganze. Also wenn die Gegenstände etwas größer sind, ist das alles gar kein Problem. Habe ich festgestellt, also bei diesem Holzklotz gab es gar kein Problem. Also wenn das jetzt ein Baum wäre oder irgendein Blumentopf, das erkennt er und da fährt er auch nicht gegen. Hier jetzt zum Beispiel aber, wenn der Wendekreis zu gering ist und er erkennt jetzt nicht, oh, da ist noch der Gegenstand, dann touchiert er den hier zum Beispiel mit dem Hinterrad. Einen schmaleren Ast habe ich auch nochmal genommen, jetzt symbolisch für einen Baum, auch der gar kein Problem. Wird einfach umfahren. Und jetzt, wenn ich diesen Baum wegnehme, merkt er es jetzt auf dem Rückweg und sagt, okay, da ist ja gar kein Gegenstand mehr, also ich kann da jetzt doch nochmal rüber mähen. Also da, wo jetzt der Baum stand, der symbolische, wird auch nochmal nachgemäht, weil er merkt, da ist gar kein Gegenstand mehr. Aber das ist schon mal sehr, sehr intelligent. Jetzt ein kleinerer Gegenstand und da war es dann fatal. Er hat aufgesetzt. Es kam die Frage, was ist mit Tieren, wenn ich jetzt einen Schwanz vom Hund da rumliegt im Rasen? Nein, wird nicht erkannt, ist einfach zu flach. Vielleicht liegt es auch am Holz, dass Holz nicht die Ultraschallsensoren so zurückschwenken. Auch hier, dieser kleinere Hahn wird auf Kontakt gemäht. Also auch da ist es für die Ultraschallsensoren momentan nicht perfekt. Ich habe dann noch mal den größeren Vogel genommen und der wurde wiederum erkannt. Also da gibt es noch ein paar Schwächen, aber ich vermute mal, dass das vielleicht eine Software-Sache ist, wie stark die vielleicht eingestellt werden müssen, dass man das noch justieren kann. Ich glaube nicht, dass es eine Anordnung ist. Weil ihr seht jetzt auch, wenn er jetzt nämlich zurückfährt, jetzt ist der flache Teil von dem Vogel da und dann wird das Ganze nicht so perfekt erkannt. Wir haben da so einen toten Winkel. Also, es funktioniert, aber nicht so perfekt, wie es funktionieren könnte oder wie es manche Roboter mit einer Kamera vielleicht machen. Also da kann noch was passieren, aber auch da meine Bitte, mir reicht's aus, aber meine Bitte, lasst ihn nicht nachts fahren und achtet darauf, dass halt vielleicht kleinere Spielzeugsachen erstmal nicht so liegen. Wir werden das natürlich auch mit jedem Software-Update nochmal nachkontrollieren. So viel zum Thema Hindernissensoren und ja, schreibt eure Meinung in die Kommentare. Ein sehr großes Thema ist bei euch der RTK-Empfang und wie funktioniert der Luba unter Bäumen. Und hier seht ihr meine grüne Hölle. Das heißt, ich habe hier
zwei große grüne Wände, einen großen Nussbaum und noch ringsrum auch noch Pflanzen. Und das ist halt meine Problemzone, wo ich öfter, sag ich mal, Ausfälle hatte oder habe. Und ich zeige euch mal, wie es bei mir funktioniert. Aber ich weiß halt auch noch nicht genau, wie es perfekt läuft. Hier ist noch eine zweite Fläche, die auch von Bäumen umgeben ist. Auch hier ist wieder der Nussbaum. Hier habe ich zum Beispiel gar keine Probleme. Also nur, dass ihr jetzt mal meinen Garten hier sehen könnt. Also ich habe hier keine großen Flächen, freie Flächen, wo ich hier gar kein Empfangsproblem haben sollte oder haben könnte. Ne? Nur, dass ihr das mal gesehen habt. Ja, ich fange jetzt mal mit der grünen Hölle an. Und ich habe es jetzt auch mal hier für euch mitgeschnitten. Ich habe den Bereich neu einkartieren wollen. Das heißt, ihr sagt neue Zone und dann steuert ihr ja mit dem Pad dann quasi euren Luba. Und ich habe dann halt angefangen und so wie es auch viele von euch ja schon berichtet haben, hier habe ich keinen Empfang mehr. Das heißt, ich habe hier Empfangseinbrüche oder Abbrüche beim Kartieren schon. Und die Antenne ist nicht weit weg, aber sie ist halt durch viele Büsche und Bäume abgedeckt. Ich versuche hier auch in meine vorige Zone mit reinzufahren, aber dann hat da wieder einen Abbruch und dann geht es halt gar nicht mehr. Das ist jetzt genau da an dieser grünen Wand, wo er dann das Ganze abbricht und ich dann gesagt habe, okay, jetzt mache ich es nochmal. Wichtig ist auch hier, wenn ihr einen randlosen Übergang zu einer anderen Zone haben wollt, fahrt leicht in die andere Zone mit rein. Ich habe jetzt hier das Ganze gelöscht und bin dem Ganzen nochmal neu begegnet, habe wieder neu angefangen. Und ich habe auch vermieden, große, gerade bei so einer Zone große Ecken zu vermeiden. Das heißt, ich bin gerade durchgefahren. Ich habe nicht so viele Bewegungen gemacht, dass ich halt wirklich schnell durchkam. Und ich bin mir sicher, dass diese Zone halt für jede RTK-Version oder Lösung ein Problem darstellen würde. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das mit dem RTK direkt funktioniert, weil wir haben ja, denke ich mal, Abschirmung einmal von den Bäumen und ich habe auch festgestellt, dass er manchmal Probleme hat an einer Ecke und das nächste Mal an dieser Ecke nicht. Das vielleicht auch, weil sich die Satelliten bewegen, dass sich das da vielleicht auch, sag ich mal, die Position manchmal ändert. Also ich habe hier versucht, schnell durchzukommen, ohne jetzt viel grazile Aussparung zu machen. Wirklich hier auch um den kleinen Baum schnell drumherum gefahren und nicht dahinter und dann als No-Go-Zone zu machen, sondern ich habe gesagt, nein, wir düsen da jetzt einfach mal rum. Zur RTK-Antennenpositionierung kann ich nur sagen, ich habe meine auf dem Carport. Sie ist etwas höher, hat eigentlich eine hohe Reichweite, wird natürlich auch immer abgegrenzt durch Bäume und auch da ist meine Meinung nach, dass halt auch das Funksignal, das 2,4 GHz Funksignal, sicherlich auch durch Bäume beeinflusst wird. Ich habe hier immer mal wieder Fehlermeldungen gehabt, bin dann aber, habe kurz gewartet, dann hat der Luba wieder einen Empfang und dann bin ich weitergefahren, sodass ich jetzt einfach meine Runde dann auch beenden konnte. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Danach habe ich dann noch eine No-Go-Zone eingerichtet. Ich habe ja hier so eine kleine Blumeninsel, die habe ich dann noch mit eingerichtet. Und ich muss sagen, dass ich beim Mähen selber Empfangsstörungen hatte. Das heißt, wenn hinten das rote Licht beim Luba leuchtet und der langsamer wird, hat er schlechteren Empfang. Aber sonst das größere Problem war nachher einfach der Rand. Ich denke mal auch da, dass Bäume, also gerade diese grüne Wand, das Signal doch sehr stark stören. Probiert wirklich aus, eure Antenne mal zu versetzen und schaut, dass ihr, wenn ihr viele Bäume habt, die vielleicht auch mal
wenn die viele Blätter tragen, als No-Go-Zone einkreist. Die könnt ihr ja später wieder löschen im Herbst, so dass ihr da halt weniger Probleme bekommt. No-Go-Zone einrichten, ganz einfach. Ihr fahrt ja einfach dahin. Wählt jetzt die No-Go-Zone aus, dass ihr die einrichten wollt, und dann fahrt ihr einmal um die Zone herum. Also ich habe jetzt hier mein Blumenbeet und das habe ich halt auch wieder sehr, sehr eng genommen, weil er lässt ja immer ein bisschen stehen. Also das Blumenbeet könnt ihr wirklich so fast drauf fahren, fahrt das wirklich sehr, sehr eng ab. Dann habt ihr später da halt auch weniger Rasenschnitt um eure No-Go-Zone drumherum. So, das war es dann auch schon. Dann brauchte ich ja noch einen Zufahrtsweg zur nächstgelegenen Zone. Das habe ich natürlich dann auch gemacht. Da steuert man dann halt einfach erst zu dem Zufahrtsweg hin, den man da einrichten möchte, wählt den dann einmal aus. Auch das ist wieder ganz einfach. Wichtig ist immer, ihr könnt keine Zone und Zufahrtsweg übereinander lappen, oder wenn ihr einen Zufahrtsweg habt und da eine Zone machen wollt, müsst ihr den Zufahrtsweg vorher löschen, wie wir das vorhin bei dem Gang ja auch gemacht haben. Einfach jetzt in die andere Zone reinfahren. Ich habe hier auch einen sehr, sehr schmalen Gang und selbst das funktioniert wunderbar. Also auch hier sagt er, hallo, ich habe hier gerade keinen Empfang, aber das könnt ihr ignorieren, einfach schnell durchfahren. Und er merkt sich das. Vielleicht hilft es da auch mal, die Geschwindigkeit dann nochmal zu erhöhen. Ich bin ja hier jetzt mit 0,3, also mit der normalen Standardgeschwindigkeit durchgefahren. Ihr könnt ja die Geschwindigkeit erhöhen. Vielleicht hilft das ja auch bei solchen Kartierungen. Dann das erste Mähen. Ich habe hier jetzt wieder sehr hohes Gras gehabt, dadurch, dass es halt viel geregnet hatte und ich hatte den Rasen einmal vertikutiert und gedüngt. Habe jetzt hier dementsprechend Segmentgride wieder eingestellt und dann halt auf Start gedrückt. Wir haben ja 116 Quadratmeter und ihr seht, das ist mein schmaler Zufahrtsweg mit Pflanzen ringsrum, also auch da klar. Nicht das Ideale für GPS und RTK. Das sollte auch jedem klar sein. Also wer so einen Garten hat, ich sage es da auch nochmal, ist meine Meinung, wer nur so einen Garten hat, der ist mit dem RTK-Gerät vielleicht auch nicht bestens bedient oder beraten, der sollte dann vielleicht doch auf ein drahtgebundenes System gehen oder vielleicht ein Kamerasystem, was es ja auch schon gibt. Muss man mal ausprobieren, aber ich denke mal, das hier ist jetzt wirklich so ein Extremstück, was ich hier jetzt habe. Das Mähen hat so gut funktioniert, er hat aber auch da mal auf der Fläche in der Position verloren und dann halt einen Streifen stehen gelassen, ist dann aber beim nächsten Mal Mähen halt mit weggekommen. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, manchmal hat er Positionsschwierigkeiten und beim nächsten Mal wiederum nicht. Vielleicht wird das auch noch durch eine Software wieder gefixt und dass das noch verbessert werden kann. Hier könnt ihr jetzt auch sehen, wie die Satelliten und der Empfang sich auch oben bei der Positionierung auch verändert. Auch da mal schlechte Positionierung. Die Satelliten ändern sich. Also wie gesagt, das ist halt extrem schwierig hier. Ich habe hier wirklich so die Bahn einfach abgefahren und ich hatte da jetzt auch wirklich auf dem Stück keine Probleme. Das größte Problem war dann eher wirklich die Zone einzurichten. Dafür brauchte ich halt 3 Anläufe insgesamt und danach ging das dann aber. Also da probiert einfach wirklich rum mit einer höheren Geschwindigkeit, mit geraden Linie nicht so viel Positionierungskorrekturen zu machen und vielleicht die Antenne noch mal anders zu positionieren, aber auch da vielleicht schauen, es kommen noch Updates und ich denke mal auch, dass man Motion hier noch sehr stark nachbessern wird.
Hier, das ist zum Beispiel auch eine Stelle, wo ich immer wieder Empfangsstörungen habe, weil da halt diese ganzen Büsche, diese hohen Bäume sind und dann noch unter dem Nussbaum. Das ist halt nicht ideal. Da ist er dann auch schon mal stehen geblieben einmal, aber hier beim zweiten Mal hat es dann funktioniert. Ein Hinweis noch zu den Ultraschallsensoren, das Thema hatten wir ja. Hier zum Beispiel habe ich ja mit eingeschalteten Ultraschallsensoren gemäht und der Ahorn, der rote, der ist so flach, wo er eigentlich drunter mähen soll, aber die Ultraschallsensoren erkennen den als Gegenstand oder als Hindernis an und er fährt um diese Insel jetzt weiträumig drumherum. Er mäht nicht darunter. Wenn ihr so eine Situation habt, dann einfach auf Stufe 1 stellen, die Ultraschallsensoren abschalten und dann habt ihr das Problem nicht. Dann fährt der Luba halt auch wirklich dann nah an die No-Go-Zone dran, so wie ihr das ja auch dann vorher programmiert habt. Hier ist es, habe ich das jetzt mal gemacht, da fährt er dann halt beim zweiten Mal einfach wirklich an der No-Go-Zone drunter. Er fährt auch langsam, also er merkt auch hier, dass ein Hindernis da ist, hat vielleicht auch noch schlechteren Empfang durch die Blätter, aber er meistert das Ganze, also hier dann kein Problem mehr und einen sauberen Schnitt. Der Rand, der war natürlich dann bei mir immer so ein Problem. Wenn ihr sowas habt, könnt ihr auch mal den Rand aussparen, mal weglassen mit dem Mähen. Ich muss euch ehrlich sagen, ich bin sehr zufrieden mit dem Mähergebnis und was der Luba bei mir schafft oder meine beiden Luba. Aber ich habe auch hier immer noch schmale Gänge, die ich noch von Hand nachmähe. Auch mal eine Blumeninsel, die ich dann halt nochmal am Rand nacharbeite oder einen schmalen Gang. Also das sollte jedem auch bewusst sein, der sich darauf einlässt. Es ist eine riesen Erleichterung, aber es ist nicht immer alles Optimum, gerade jetzt am Anfang, wo die Software noch so stark in der Entwicklung ist. Motion ist halt auf die Daten der ganzen Geräte, die jetzt auf dem Markt sind, auch angewiesen. Es gibt immer wieder Probleme, es gibt nie den idealen Garten oder keiner hat den vielleicht idealen Garten. Jeder hat mal irgendwie, sag ich mal, Pflanzen, der hat eine Mauer, der hat hohe Gebäude, der hat einen schmalen Gang, der nächste hat eine große Steigung und damit soll der Luba zurechtkommen und ich kann, das wird halt nicht bei jedem immer optimal passen. Also hier muss man halt dann auch den Garten vielleicht auch ein bisschen dem Empfangssystem auch anpassen. Aber wir warten auch erstmal noch ab, was da noch alles an Software-Updates kommen, was an Verbesserungen kommt und woran es vielleicht auch an manchen Stellen hapert. Als letztes Thema in meinem langen Video einmal Tipps zum Hangmähen und bei der Einrichtung, worauf ihr dann nochmal bei der Umrandung achten solltet. Also das Überlappen hatten wir ja. Worauf man auf jeden Fall achten sollte, das habe ich halt auch schon mal in einem anderen Video gezeigt, dass ihr den Winkel bei Kurven nicht ganz so stark reinrechnet. Ich hoffe, dass bald mit dem nächsten Update auch die Korrektur kommt. Hier könnt ihr das mal schön sehen. Der Winkel ist jetzt bei mir so blöd gewählt, dass der Luba einfach gegen die Wand kommt und merkt, okay, ich habe ein Hindernis und umfährt jetzt hier meinen Rand und ich habe da immer Rasen stehen. Mit dem nächsten Update soll aber eine Korrektur der Zone kommen, sodass man das dann vielleicht nachbessern kann. Also da müsst ihr nochmal drauf achten, den Winkel dann so wählen. Da habe ich jetzt hier so eine richtig blöde Stelle, wo er immer Rasen stehen lässt, weil er da halt gegen die Wand kommt. Dann das große Thema. Viele von euch haben sich ja für den Luba entschieden oder kommt in die engere Auswahl, weil ihr eine große Steigung habt. Der Luba schafft ja bis zu 75% Steigung, also ist schon wirklich eine ganze Menge und die schafft er auch mit Bravour, muss ich wirklich sagen. Ich habe hier nur eine kleine Steigung bei mir und wenn ihr die Zonen einrichtet mit der Steigung,
richtet sie so ein oder wählt die Mährichtung so, dass ihr nicht quer zur Steigung mäht, sondern wirklich in Längsrichtung, also wirklich die Steigung rauf. Hier habe ich das jetzt mal getestet. Wir haben mal quer gemäht. Also er fährt hier erstmal ganz normal hoch und fängt dann oben jetzt an, diese ganze Zone quer zu mähen. Und das ist halt nicht optimal, gerade bei größeren Steigungen. Dann verrutscht der Luber und ihr habt auch immer Rasenschnitt oder Rasenstreifen noch stehen, weil er in der Position einfach verrutscht ist. Das könnt ihr hier jetzt auch gleich einmal schön sehen. Gerade beim Wenden, hier oben ist ja noch alles gut, weil ist halt dementsprechend noch flach. Hier könnt ihr meinen kleinen Hügel sehen. Und hier kann man jetzt schön sehen, wie er zu kämpfen hat, weil er ja jedes Mal an der Steigung wenden muss. Und das ist halt nicht optimal. Hier könnt ihr aber auch nochmal meinen Garten bewundern, wie viele Bäume wir haben und dementsprechend halt auch der Empfang gestört sein kann oder ist auch ist. Aber ich habe bei dieser Fläche bislang keine Probleme gehabt. Er hat immer wieder nach Hause gefunden, er hat immer die komplette Fläche gemäht, obwohl ihr seht, wie viel Schatten hier auch die Bäume werfen. Hier jetzt in der Querrichtung könnt ihr das dann immer sehen beim Wenden und er strapaziert den Rasen dann auch viel zu viel. Ne? Also dadurch, dass er jetzt da jedes Mal wenden muss und auch die Reifen teilweise durchdrehen, weil der Rasen noch feucht ist, ist davon abzuraten, also mäht da einfach in Längsrichtung, das ist dann deutlich besser. Notfalls könnt ihr natürlich auch aus eurer Steigung eine eigene Zone machen, dass ihr die dann immer in Längsrichtung mäht, sodass ihr dann unten die Hauptgrasenfläche, wie es jetzt bei mir ist, auch da die Mährichtung mal ändern könnt, damit das dann da halt einen sauberen Schnitt ergibt, aber sonst halt hier einfach die Mährichtung immer bergauf und bergab und dann habt ihr da auch gar keine Probleme, dass der Luber euch wegrutscht, dass ihr euren Rasen beschädigt. Ja, das funktioniert eigentlich super gut. So, das war's. Das war jetzt ein sehr, sehr langes Video. Hier könnt ihr nochmal alle meine Rasenflächen in eins sehen und wie sie gemäht worden sind. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt Fragen, dann schreibt sie in die Kommentare. Tretet unserer Facebook-Gruppe bei, tauscht euch aus, gebt uns selber noch Tipps, was wir vielleicht noch mit berücksichtigen können. Und ja, abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal hier bei Steel Panther. Ciao.